Und damit herzlich willkommen zurück zu neuen Wir machen weiter bei unserer Football Manager Karriere bei Würzburg. Und ja, haben da, wie gesagt, das ist einfach bloß wegen der Vorproduktionsphase, weil ich einfach nicht so weit vorangekommen bin, wie ich gerne würde. Deswegen machen wir jetzt so ein paar Videos. Gegen Waldhof Mannheim steht es heute an, nachdem wir gegen Braunschweig das letzte Mal 4-1 gewonnen haben, den fünften Platz damit gehalten haben. Und gegen Waldhof Mannheim, stimmt, Dave Gnasse ist gesperrt, deswegen können wir Hägele spielen lassen. Weiter vor. Erstmal. Weil heute ist wieder so ein Tag, wo man einfach mehr Spieler spielen lassen kann, die Dave Clubs hier seine Strafe, bei der man auch Spieler spielen lassen kann, die mehr Spielpraxis brauchen. Deswegen Hansen für Hoffmann rein. Kaufmann für Hämmerich, dass die sich halt auch mal eine Auszeit gönnen können, unsere Spieler, die gut sind. Schuppan darf sich auch eine Pause gönnen. Kommt Miatke rein. Und Stürmer tausche ich noch rein. Erstmal. Obwohl Felix Roth, den könnten wir auch noch. Ne, Hägele haben wir schon drin, sonst einmal auch. Nee, Felix Roth bleibt erstmal draußen. Thiele, der ist relativ. Ah ne, wir lassen Sané spielen. Der ist nicht ganz so fit für Mané. Auch wenn die Elf jetzt nicht die fitteste ist, aber gegen den 12-Platzierten, gegen Waldhof Mannheim, sollte es trotzdem reichen. Hoffe ich. Ansonsten wäre es scheiße. Kann man so sagen. Tun werden, wie auch immer. Wir noch die Zeit fort. Sieht aktuell nicht. Einen Schluck trinken. Haben wir einen Trainingsplan. Luke Hemmerich. Ja gut, das ist nur ein Trainingsbericht. Auch Training. Würzburg-Spieler in die 11. der Woche gewählt. Wen haben wir denn da von uns? Sontheimer, Leitsch, Hemmerich, Schuppan. Vier Leute von uns in der 11. der Woche. Nice, würde ich so sagen. Oh, und Hemmerich fällt aus. Wegen Verletzung. Hemmerich. Achso, den haben wir eh raus, ne? Hemmerich? Wo ist denn der hin? Ja, ohne Mist bin ich gerade blind. Keine Ahnung, ich bin entweder blind oder sehe ihn nicht. Ja, ist klar, der möchte, dass ich die auswähle mit wenig Spielerfahrung, aber das möchte ich nicht. U19. U19. Simon Rein will auch, dass wir das für ihn spielen lassen. Wenn ich ihn finde, lass mal ihn spielen. Für Hägele. Und bleibt Hägele draußen nochmal, dann tun wir Felix Roth aber noch auf die Bank setzen für Jonjic. Und so
Gehen wir dann rein in das Spiel, würde ich sagen. Leitsch noch loben für seine Trainingsleistungen. Kölbl kritisieren für die schlechten Trainingsleistungen. Jetzt geht es ins Spiel. 12. gegen 5. Das Trikotnummerproblem, wie man es kennt. So, jetzt gehen wir in die Kabine. So wie im letzten Spiel. Macht das heute auch. Ich weiß, ihr seid ist ja nicht die Fittesten drin, aber trotzdem könnt ihr die schlagen. Los geht's, wir haben Anstoß. Waldhof, Heimrecht in Blau. Und wir in Weiß. Wenn es vorne rum nicht geht, hinten rum. Es klappt ganz gut. Ballbesitz zumindest mal haben. Für die ersten paar Minuten. Jonas David kriegt den noch. Wow, schön. Erster Torschuss gleich nach einer halben Minute. Sané, kaum Spielpraxis, legt ihn in die Mitte. Boah, krass, nach einer halben Minute ist schon eine geile Torschuss schon. Ja, Babel bringt die Ecke rein. Deswegen bin ich auf Offensiv gegangen. Okay, hat nichts gebracht. Halt. Aber krass, nach einer Minute zwei Torschüsse schon. Das kann ein. Njat geholt sich direkt Bild. Perfekt in der dritten Minute. Njatke auf Abiel. Okay, nevermind. Korte ist schneller. Boah, jetzt keins kassieren. Keins kassieren nach 10 Minuten. Jawohl. Brunst, unsere Nummer 1 im Tor, hält das Ding. Korte soll enger gedeckt werden. Einwurf, Würzburg nach 18 Minuten. Abel, oh Gott, wo kam der denn hin? Aber gut, Jonas David findet den. Oder holt ihn wieder in unsere Reihen zurück. Reihen zurück den Ball. Zum Glück. Sané, Okita. Außen, außen. Nein, das ist nicht außen. Ich würde mir wünschen, dass sie nach außen gerade spielen würden. Okita. Ja, Miatka. Abil. Ja, und erstmal wieder hinten rum. Leitsch. Sani per Kopf, schöne Chance. Schöne Chance. Okay, Freistoß für die. Oh mein Gott, da hat man Glück. Und jetzt Konter. Nein, was macht ihr denn, Jungs? Okay. Konter Eile durchlaufen, Okita. Aber oh, wow. Hat nichts gebracht. Freistoß für die, Ferrati. Oh, warum ist Korte so frei? Gegentor. Gianluca Korte mit dem 1-0 für Waldhof Mannheim. Der war komplett frei, den hat keiner gehabt. Das war das Problem. Aber wieso stehe ich auf sie offensiv noch? Ich habe doch zurückgestellt, vorsichtig. Okay. Dann jetzt zusammenreißen, Jungs. Ausgleich machen. Kaufmann. Sontheimer. Rein. Babel. Okita. Come on. Boah, schade, Mann. Aber schöne Chance. Gibt eine Ecke. Ne, gibt keine Ecke. Wieso gibt es keine Ecke? Oh ne, es ist Okita verletzt. Noch perfekt. Pfeifer. Komm rein. Nächster Ballverlust.
Fact, Luca Pfeiffer. Wieder Ecke, oder? Ja, Ecke. Ein guter Versuch. Schöne Chance nochmal. Come on. Da stand nicht mal einer, aber. Wie? Ah. Der kam aber auch bei Kaiman. Schade, Mann. Wieder Ecke für Freistoß für die. Ja, diesmal hatten Brunst, aber. Ist erst eine halbe Stunde gespielt. Scheiße, Mann. Bis jetzt läuft's auch gar nicht. 9 zu 3 Torschüsse für die. Boah, wichtig. Kaiserslautern führt gegen Halle. Sontheimer, nächste Gelbe. Okay, wir liegen 1-0 hinten. Es muss besser werden in der zweiten Halbzeit, das steht fest. Oh mein Gott, mir hat gerettet auf der Linie. Wichtig, Sunny. Bruh, läuft einfach ins Aus. Perfekt. Sind dabei, der so absolut gar nicht mehr kann. Na, es geht noch. Ja, geht mal Felix Roth. Steinhardt nochmal Spielpraxis. Abel holt sie auch gelb ab. So, Tine, der spielt öfter, den müssen wir drin lassen. Simon rein, das nächste Freistoß. Ey, die kriegen ja nur Freistöße heute. Rein, den lassen wir auch noch drin. Richtig. Nicht ist 2-0 fangen, das ist erstmal das Wichtigste. Uah. Leitsch. Nee. Leitsch lass mal drin. Die Verteidigung, da können wir jetzt keinen einwechseln, der nicht so viel Spielpraxis hat. Nicht in der Situation, wie Waldhof gerade hier spielt gegen uns. Ich habe die echt unterschätzt. Wichtig von Abel. Den da irgendwie rauszubringen. Eine Ecke für die. Ja, gut, die ist sonst wohin. Gut für uns. Die wechseln auch. Guter Versuch von Hansen. Hat aber nicht geklappt. Dann kriegst du so ein Ding aus der Distanz gefressen. Scheiße, Mann. Also in dieses Spiel finden die gar nicht rein.
Ich darf nicht so viele, so zwei, drei mit wenig Spielerfahrung pro Spiel. Mehr ist einfach nicht möglich. Ja, sagen wir eher zwei. Weil die kriegen sonst gar keinen Zugriff auf das Spiel. Nicht noch eins fressen. Richtig. Die laufen echt nur hinterher irgendwie. Komm, scheiß drauf, alles oder nichts. Jetzt ist eigentlich schon verloren, aber wenn wir noch eine Chance haben, Sollten wir es ja auch umsetzen können. Alter, ich habe schon den Elfmeter gesehen. Brunst hecken drüber. Nochmal Ecke, 4 Minuten Verschluss. Boah. Gibt's Nachspielzeit? Steht nicht so, auch doch 4 Minuten. Boah, richtig von Rot, aber es bringt nichts, wir kommen dann immer nicht an den Ball. Nee, das Spiel ist 2-0 verloren. Ja. Schade. Habe ich zu viel durchgewechselt. So, sind wir wieder hier. Rokita verletzt. Er ist ein wichtiger Mann für uns eigentlich, aber okay. Sontheimer ist gesperrt. Das heißt, wir lassen Ludwig mal wieder spielen. Okita ist verletzt. Das heißt, wir lassen Thiele wieder mal spielen. Ja, und die auf der Ersatzbank sitzen. Bleiben da erstmal. Okay, gehen wir zur Pressekonferenz nach der Niederlage. Natürlich kassieren sie nicht gerne Gegentore, aber sie müssen zugeben, dass Dorian Drierings Treffen mit seinem Flens aus 22 Metern im Winkel sensationell war. Das haben sie es gesehen. Gegen solche Tore bin ich halt leider ziemlich machtlos. Finden Sie nicht auch, dass Dorian Dring heute ein brillantes Spiel macht? Es kann nicht oft, allzu oft vorkommen, dass sie einen Gegner treffen, der solch eine Leistung abliefert, oder? Ja, die Verletzung sieht zum Glück nicht schlimm aus. Die Verletzung auf die Pläne auswirken. Es ist ein hochklassiger Spieler und jedes Team würde einen Spieler seiner Qualität vermissen. Team ist auf dem besten, ja. Und die Scheiße, das nächste Mal müssen wir gegen 60 ran. Die sind 14. Aber nicht mehr zu viel durchtauschen wäre wichtig. Sontheimer akzeptiert seine Strafe. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal Mal. hoffentlich wieder mit einem Sieg wieder. Gegen, ach halt, nein, wir schauen vorher noch auf die Tabelle, aber das nächste Mal geht's gegen 60 ran. Mal gucken, wie das dann da läuft. Ja, ist gut. Ja, am 1. Dezember, also bis zur Winterpause und damit zur nächsten Transferperiode dauert es auch nicht mehr so lang. Auf dem 5. Platz sind wir geblieben, immerhin etwas einen Punkt vor Ingolstadt. Allerdings haben wir jetzt schon 3 Punkte Rückstand auf Braunschweig, die auf dem Relegationsplatz sind für die zweite Liga.
Und es wäre eigentlich schon das Ziel, zumindest die Relegation zu erreichen. Aber gut, wir werden sehen, was passieren wird. Das nächste Spiel gegen 60 müssten wir wieder gewinnen. Oder sollten wir gewinnen. Und dann sieht es gut aus, dass wir Richtung Braunschweig noch was machen können. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.